So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und wir haben heute einen Special Guest, den man nicht sehen darf. Die Mama steht nämlich hier in der Ecke, sag mal hallo. Hallo. Wenn ihr das gehört habt, schreibt es mal in die Kommentare. Das ist heute ihr Testglas mit dem Homer drauf. Die möchte heute nämlich mit mir mal, wie heißt das überhaupt, Bomba probieren. Kennt ihr auch Bomba? Sieht aus wie so kleine Handgranaten mit einem Splint, wenn mich nicht alles täuscht. Heißt doch so, oder? Ihr kennt euch da aus, ich nicht. Ich spiele keinen Counter-Strike, ich weiß das nicht. Da gibt es auf jeden Fall ganz viele Sorten davon. Das haben wir noch aus dem Urlaub in Cheb in der Tschechei, in einem Laden. Haben wir das gesehen, haben gesagt, nehmen wir gleich mal mit. Ich habe das mal hier auf so ein Brettchen gestellt, da gibt es auf jeden Fall viele Sorten. Die wollen wir jetzt alle mal durchgehen. So, ich drehe die nochmal schön rum. Mache nochmal eine Aufnahme von hier vorne, dass ihr das nochmal seht. Jetzt sind die schönen Farben hinten, die hässlichen Farben vorne. So, die Mama sieht man nicht. Wunderbar, guck. Da sind die Füße. Das reicht so. Hier seht ihr nochmal La Bomba. So sehen die also aus. Alles diese kleinen Fläschchen immer. Mojito, Energy. Dann habt ihr Orange, Energy. Ihr habt Pink. Energy, ihr habt Blue Energy, ihr habt Cherry Energy, ihr habt Coconut Energy, da freue ich mich ganz besonders drauf, und Classic Energy. Der Adi ist auch am Start, der will wahrscheinlich auch mit testen. Wir stellen euch jetzt aber wieder hoch, ja, nicht am Kabel hängen bleiben, ziehen mal den ersten Splint. Was wollen wir anfangen? Sag mal eine Farbe. Ach, das ist doch egal. Ne, komm, du hast die Auswahl. Oh, müssen hinten oder vorne anfangen? Ah, nicht mich fragen. Ach, dann nimm das hässlichste von der Welt, das Schwarze. Das Schwarze? Schwarz ist auch hässlich. Also wir beginnen mit Bomba Cherry Energy. Mag ich jetzt schon nicht, kann ich gleich sagen. Mal gucken, wie das ist. Ihr nehmt hier also den Splint in der Hand, dann zieht ihr das hier auf, drückt das nach oben weg. Mm. Zack, und dann ist das aus, dann ist das ab. Adi, lass das Ding stehen. Riecht auf jeden Fall fruchtig nach Kirsche, okay. Aber ich mag so saure Apfel, saure Kirsche Sachen mag ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Wenn das jetzt auch so ist, dann Prost Mahlzeit. Wenn ich es eingeschenkt habe, erinnert das eigentlich komplett an Cola, oder Adi? Ja, da geht er schon weg. Ich gebe dir mal dein Gläschen, du kannst schon mal probieren. Ich nehme einen Schluck aus der Flasche. Prost, auf jeden Fall. Wenn es eine Kirschcola wäre, das wäre bestimmt richtig genial. Kirschcola mit Energy-Geschmack. Man kann auch nichts vorlesen, weil da steht alles nur auf Tschechisch. Arabisch drauf, genau deswegen keine Ahnung, was da steht. Wie Kirsche, oder? Wie Kirschsaft mit Kohlensäure, aber hätte ich mir jetzt süßer vorgestellt. Schmeckt. Ja, ich glaube, süß genug. Süß genug, ja, aber ich finde, es geht. Ich finde, also ich bin eigentlich positiv überrascht, denn eigentlich merke ich gar nicht, dass das Energy ist. Das schmeckt halt eigentlich wirklich wie eine Limo, die es so zu kaufen gibt. Das normal hat, egal welcher Energy, hat ja immer so einen richtig betörenden Geschmack. Und dann kommt immer noch sowas durch, also von dem, was eigentlich dran sein soll. Aber hier schmeckt das wirklich einfach wie eine Kirschlimonade. Willst du später dann noch da was, noch was davon? Da lasse ich noch was drehen. Ich glaube, ich habe nämlich zu viel getrunken jetzt. So, nach dem Schwarzen kommt. Kannst du ja von jedem noch Rest lassen. Ja, ja, ich werde auch jetzt kleinere. Jetzt machen wir. Ach nee, das Coco willst du zuletzt machen. Ich bin umgefallen. Adi, was geht ab? Beruhig dich, alles wird gut. Ja, Adi macht es auf jeden Fall gemütlich. Du meinst? Grüne. Achso, nach Schwarz kommt kein Weiß, nach Schwarz kommt Grün. Also, das grüne Bomba ist nämlich das Mojito. Wäre das wenigstens Apfel gewesen, hätte ich das richtig gut gefunden. Mojito ist eigentlich so ein Cocktail. Achso, ich habe mein Handy einstecken. Jetzt wollte ich sagen, jetzt nervt es da drüben rum die ganze Zeit, aber ich habe es ja in der Hosentasche, war der Alarm. Mojito ist so ein Cocktail, den haben wir immer am Werbelinsee getrunken bei der linken Veranstaltung, wo ich mitgehen musste. Und das war immer auch mit Minze so ein bisschen, war sehr kräuterlich.
War eigentlich überhaupt gar nicht mein Geschmack. Die haben auch immer extra so Kräuterblätter damit rein, dass du einen halben Busch im Gesicht hattest beim Trinken. Fand ich jetzt nicht so cool, deswegen kann ich mir vorstellen, ist das bestimmt das, was ich eben bei dem Kirsch vermutet habe, nämlich überhaupt nicht meins. Riech mal kurz, hat auf jeden Fall genauso einen kräuterlichen Minzgeschmack, Geruch. Wenn das jetzt so schmeckt, dann ist das typisch Mojito, aber natürlich nicht meins. So, Adi, lass den Hasen jetzt in Ruhe. Gebe ich mal dir, wäre es ein Pfeffi, wäre das richtig stark grün. So ist das einfach nur so ein, also hier drin sieht es gut aus. Im Glas sieht es einfach nur aus wie helles Spülmittel. Dann viel Spaß, probiere mal. Kohlensäure. Ich glaube, das hat andere besser geschmeckt. Aber genau so musst du es dir vorstellen, wenn du am Werbelinsee sitzt und trinkst einen Mojito aus einem Plastikbecher mit einem Strohhalm, dann schmeckt das wirklich ganz genauso. Ist natürlich cool für die Leute, die Mojito gerne trinken. Für die ist es absolut empfehlenswert, dass ihr den Geschmack so habt als Energy Drink. Wer das nicht mag, der muss den ja nicht kaufen. Der kauft halt die Sorte, die ihm am besten schmeckt oder liegt. Wir haben ja immer noch 5 übrig. Wenn es jetzt um Eis gekühlt ist vielleicht, dann schmeckt das noch besser. Oder? Ja, dann schäumt es auch nicht so sehr, weil die Kohlensäure dann nicht so sehr präsent ist. Durch die Kühlung geht die nämlich immer zurück. Du kannst schon mal die nächste Sorte sagen. Jetzt gehen wir der Reihe nach hinten. Jetzt kommt Orange. Ist das, Rot oder Orange? Dann kommt jetzt Bomber. Orange, also das Orange, naja, Orange war eigentlich Orange, das passt schon, stelle ich mir auch nicht so cool vor, wenn es wie Orange Limo schmeckt, okay, aber wenn es so nach extrem süßer, klebriger Orange, dann, boah, das riecht original wie Red Bull, wenn ihr das aufmacht, da merke ich gar nicht, dass das Orange ist, da würde ich denken, das ist ein ganz normaler Energy Drink. Wir haben zwar später hier noch Classic, wenn das aber schon genau wie Classic riecht, wie Booster, wie alles andere, wie sonst was, wie Red Bull, wie jeder Energy Drink, den ihr aufmacht. Ihr seht immer nach dem Einschenken ist das natürlich etwas heller. Genau. Wirst du jetzt auch merken, wenn du das riechst. Du riechst richtig den Bullenhoden aus dem Glas heraus. Also vielleicht ist eine kleine Orangennote dabei. Nicht nach Bonbon. Nach Bonbon. Bonbon. Wisst ihr Bescheid. Dann oder Prost Bonbon. Auf jeden Fall. Orange Energy. Na, das ist natürlich wieder süß. Extrem süß. Also schmeckt besser als der Mojito. Ja, auf jeden Fall. Schmeckt mir, glaube ich, sogar besser als das Kirsch. Also man wird immer zu überrascht. Es hat diesen richtigen Energy-Geschmack, aber diese kleine Orangennote, die dezent beigemischt ist, vermischt sich eigentlich recht gut. Jetzt müsste man dazu eigentlich direkt mal den Classic probieren, ob man jetzt merkt, dass da die Orange fehlt, aber der Rest gleich ist. Jetzt sage ich mir auf die Zunge gebissen. Da bist du mit einverstanden, habe ich gehört. Das heißt, wir machen jetzt den Bomber Classic auf. Ne? Willst du auch mal eins aufziehen nachher? Nee, danke. Das riecht nicht so nach Energy wie das andere, obwohl das ja das Classic Energy ist. Eigentlich müssten die den Geruch tauschen. So, das sieht aus wie ein milder Champagner. Bitteschön. Da braucht man nicht viel rumschnacken, ne? Kopf in den Nacken, würde Holger sagen, deswegen Prost. Mal gucken, ob vielleicht die Orange sogar der bessere Energy Drink ist. Also für mich nicht. Wie für dich nicht? Heißt es, dir schmeckt der besser als Orange? Nein. Nö, aber Orange besser als der. Der andere schmeckt besser als der. Dann sage ich doch, dass Orange der bessere Energy Drink ist. Ach so, ich dachte, du meinst, dass der bessere ist. Nee. Ich meine, hier schmeckst du die Kohlensäure und hier schmeckst du irgendwo diesen Energy-Geschmack. Aber vorne ist das irgendwie fad. Nee, der ist nicht so gut. Da fehlt ein bisschen das Fruchtige von dem Energy. Ach, von dem Orange, sage ich mal. Also das Orange hat das eigentlich richtig gut abgerundet. Orange bis jetzt irgendwie das Beste. Wir haben noch den weißen, den pinken, den blauen. Du möchtest jetzt? Pink. Ja, pink. Das. Wenn man nicht weiß,
Dann nimmt man einfach in der nächsten, in der Reihe das nächste. Genau. Das ist also jetzt der Pinge. Der sieht auch richtig cool aus. Was macht ihr mit den Gläsern? Hebt ihr die dann auf? Schmeißt ihr die weg? Eigentlich kann man damit ja eh nichts mehr machen. Man kann ja das nächste Mal, wenn man wieder... Du musst dazu sagen, dass Energy-Drinks eigentlich nicht so gut sind. Ne? Dass man ja jeden Tag das trinkt. Das geht nicht auf. Ja, die Energy-Drinks, die sind auf jeden Fall... Wenn ihr energetisch high seid, nehmt euch auf jeden Fall immer eine Packung mit. Ne? Weil hier zu Hause... Wird euch ja immer gesagt, dass das ungesund ist, aber wenn ihr schon eingekauft habt dort, dann habt ihr einen ganzen Batzen dabei und dann müsst ihr das ja trinken. Ich bin ja eh keiner, der jetzt losgeht und sich jeden Abend hier eine Dose Rockstar oder Kongstar oder wie sie alle heißen oder Monster kauft. Das fand ich von der Verpackung her aber einfach cool und die Sorten auch, deswegen muss man das mal probieren. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Energy-Trinker. Aber ich bin jemand, der gerne neue Sachen testet, deswegen. Das sieht auf jeden Fall interessant aus, da kann ich mir auch gar nichts drunter vorstellen. Vielleicht mit Beeren oder irgendwas. Das riecht jetzt wirklich so nach Bonbon-Zeugs oder nach Kaugummi oder nach... Das ist so richtig künstlich süß, so. Irgendeine Süßigkeit. Na gut, dann viel Spaß. Die Orange freut sich schon, dass sie ihren Platz verteidigt. Aufdringlich. Ich finde, ist der Geruch aber trotzdem stärker als der Geschmack. Wenn du riechst, hast du richtig diesen Bubblegum-Geruch in der Nase. Beim Trinken ist das nur so ganz wenig im Hintergrund. Geht also, aber geschmacklich finde ich immer noch Orange. Orange macht das Rennen. Bis jetzt. Aber wir haben immer noch den blauen und wir haben den Kokos. Ja. Bei Blau weiß ich wieder nicht, was das ist. Vielleicht Beeren. Jetzt aber Blaubeere. Deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal den Kokos. Also, ich dachte, du wolltest den zuletzt machen. Na, ich mache jetzt Kokos. Weil du dich schon darauf gefreut hast. Ja, aber bei dem weiß ich ja schon ungefähr, was auf mich zukommt. Und bei dem Blauen nicht. Und deswegen machen wir jetzt den. Ja, ja. Also vom Geruch her ist das auf jeden Fall der schlimmste. Ist es auf jeden Fall Kokos. Ey, ah, ja, ich weiß, jetzt ist alles drin. Sieht auf jeden Fall original aus wie Spülmittel, bitteschön. Das schmeckt richtig nach Pappe. Das riecht richtig nach Pappe. Oh, ja, das... wie so altes, ja, abgestandenes Rory... Wie heißen die Dinger? Diese kleinen Raffaello. Richtig alte, abgestandene Raffaello. Mit dann schon eher alle Kokosflocken. Kokosflocken. Oh, ist ja gut. Dann probier... Das kann ja jetzt nur was werden, sag ich mal. Zum Glück war das nicht der letzte, denn jetzt kann es wieder bergauf gehen. Kokos, muss ich sagen, gibt es auch von Monster, Rockstar, wie auch immer. Da schmeckt das sehr dezent und gut. Hier, das brennt richtig auf der Zunge. Und ist so chemisch, das hat nichts mit Kokos zu tun, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist von allen bis jetzt der schlechteste, der wirklich am giftigsten schmeckt. Das schmeckt selbst der normale Classic Energy ja eben neutral. Oder der Pinge ein bisschen süß, aber der brennt einfach nur auf der Zunge irgendwo rum. Hat irgendwo so einen pappigen, komischen, unangenehmen Geschmack. Ja... Das wird nix, ne? Aber wir haben ja noch den Bomber Blue Energy. Und den machen wir jetzt als letztes auf. Ich glaube, mir ist schon schlecht. Ah, die ist weg, gell? Ja, du trinkst ja immer nur einen kleinen, ne? Ja, aber das reicht mir schon. Dann müssen wir den nächsten Mal Challenge machen. Hilfe. Ein Sixpack in 5 Minuten, zack, gegen die Mama. Ja, da müssen wir vorher ein großes Schnitzel essen. Damit man mehr brechen kann, genau. Das sind die Profi-Tipps. Und der riecht eigentlich... Erinnert mich ein Apfel, der riecht irgendwie eine Art Apfelmäßig. Das ist bestimmt Beere und ich habe irgendwie Apfel im Kopf. Sieht auf jeden Fall nochmal gut aus. Zum Ende noch einen blauen, bitteschön. Ist ja der letzte. Danach darf sich jeder drei mitnehmen, die er denn heute trinken kann. Die Mama nimmt den Kokos zum Beispiel, habe ich gehört. Nein, aber man kann ja gucken, man hat ja dann noch ein bisschen Zeit, wenn man noch ein bisschen Wrestling guckt oder so.
ist das? Daraus riecht das. Ich finde trotzdem, es hat irgendwie so eine Apfelnote, wenn ich in einen Apfel reinbeiße und riecht dann da grüner meine Nase Apfel. Grüner Apfel. Grüner Apfel in der blauen Flasche. Blauer Apfel, jetzt neu. Dann lass sie auch schmecken, genau. Ja. Oder ist es. Oder ist es hier Heidelbeere oder irgend sowas? Birne. Was Birne ist das? Nein, meiner Meinung nach schmeckt es immer noch nach Apfel. Apfel-Heidelbeer, genau. Finde ich aber vom Geschmack trotzdem gut, ja. Ja, doch, das schmeckt. Das ist jetzt noch gekühlt, ne? Mit weniger Kohlensäure drin. Könnte auch eine Bärennote haben, so eine Mischung Bären und grüner Apfel. Ich muss mal kurz noch mal den Orangen. Ja, der Orange geht halt richtig mehr in die Energy-Richtung durch den Energy-Geschmack. Der blaue, trotzdem top, kann ich nichts sagen. Sieht auch von der Farbe richtig genial aus, deswegen... Habt ihr die schon mal probiert? Kennt ihr das? War die schon mal in der Tschechei? War die schon mal in Cheb? Habt ihr das schon mal gesehen? Diese kleinen Granaten hier, Bomber in allen möglichen Sorten, Farben, Varianten, auch in Spülmittel. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich heb's noch einmal hoch, damit es gleich umfällt. Ne? Wir sind hier fertig mit der Verkostung. Danke Mama, dass du mitgemacht hast. So, jetzt kannst du gehen. Spaß. Wir füllen jetzt einfach alles in einen großen Kanister und dann trinken wir das mit einem riesen Trinkrohr, einer links, einer rechts und dann... So würden sie es machen im Fernsehen. So, das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.